Die Nacht des 5. März 83. Der Profifußballer Lutz Eigendorf ist in seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Braunschweig unterwegs. Kurz vor einer Kurve wird er geblendet. Eigendorf rast gegen einen Baum und stirbt später an den Verletzungen. Die Untersuchung der Blutprobe ergibt ein Promillegehalt von 2,2. Damit scheint die Unfallursache klar. Doch nur auf den ersten Blick. Mitte der 70er gilt der Jungnationalspieler als großes Talent. Beim DDR-Vorzeigeklub BFC Dynamo genießt er dank Stasi-Chef Mielke alle Privilegien. Doch Eigendorf will in die Bundesliga. 1979. Der DDR-Vorzeigeklub kommt zu einem Freundschaftsspiel in die Pfalz. Zu Besuch beim Klassenfeind ist auch Lutz Eigendorf. Herzlich willkommen und gute Zeit. Am Tag nach dem Spiel setzt sich Eigendorf in einem unbeobachteten Moment ab. Ihm gelingt die Flucht. Als Stasi-Chef Mielke davon erfährt, tobt er und setzt Dutzende IMs, sogenannte inoffizielle Mitarbeiter, auf ihn und seine in der DDR gebliebenen Familie an. Sie werden ihn in den folgenden Jahren rund um die Uhr beschatten. Eigendorf ahnt nichts davon. Er debütiert in der Bundesliga bei Kaiserslautern. Weil er dort kaum zum Einsatz kommt, wechselt er zur Eintracht Braunschweig und wird auch dort auf Schritt und Tritt von der Stasi verfolgt. Im Februar 83 gibt Eigendorf ein folgenschweres Interview. Ausgerechnet vor der Berliner Mauer. Man legt natürlich in erster Linie Wert auf gewisse kollektive Leistungen und lässt meiner Meinung nach den einzelnen Spieler, den Individualisten, die wir nun mal im Fußballspiel brauchen, einfach zu wenig Freiraum. Was aber meiner Meinung nach auch ein gewisser Zusammenhang liegt in der ganzen Sphäre, die der Spieler darstellt. Denn wenn man im privaten Bereich nicht die Möglichkeit hat, sich individuell irgendwie zu vervollkommnen oder weiterzuentwickeln, dann kann man das auch nicht auf dem Fußballplatz tun. Die Bundesliga als Paradies für DDR-Fußballer, eine Provokation für die Stasi. Sie beschließt, den Verräter mundtot zu machen, auch als Abschreckung für andere DDR-Spieler. Nur zwei Wochen nach dem Interview an der Berliner Mauer. Es ist Samstag, der 5. März 83. Nach einem Heimspiel trinkt Eigendorf mit Mitspielern ein Bier. Später ein weiteres in einem anderen Lokal. Gegen 23 Uhr macht er sich auf den Heimweg, kommt aber nie an. Für die Staatsanwaltschaft ist es ein Verkehrsunfall. Sie ermittelt nicht weiter. Kurz nach der Wende taucht ein Stasi-Dokument auf. Darin wird Eigendorfs Name zusammen mit dem Wort Verblitzen erwähnt. Nach Informationen aus der Gauk-Behörde soll jemand Eigendorf in seinem eigenen Auto entführt haben. Unter Todesandrohung sei ihm dann Alkohol mit einer giftigen Substanz verabreicht worden. Dann habe man ihn freigelassen und Eigendorf sei unter panischer Angst in den Tod gerast. In Kaiserslautern wird er beerdigt. Die Stasi bleibt bis heute unter Mordverdacht. Auch 30 Jahre später sorgt der mysteriöse Tod von Lutz Eigendorf noch für viele Spekulationen.